Wir sind in der Ortschaft, in der unsere Ferienwohnung ist, 20 Minuten von Roth circa entfernt, und wir sind gut angekommen. Wir haben die Stadtunterlagen bereits abgeholt, ja, haben schon mal das Gelände in Roth ausfindig machen können. Wir gehen jetzt hier noch ein Stück uns die Beine vertreten, einfach ein Stück spazieren. Ja, wir waren einkaufen, wir haben jetzt zu Abendbrot gegessen. Wir haben noch die Pressekonferenz für die Profiathleten mitgenommen, die über Zoom stattgefunden hat. Und ja, werden jetzt den Abend noch schön ausklingen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, die Atmosphäre und das Wettkampfgeschehen hier in Roth oder bei Roth mitnehmen zu können und auch uns außerhalb des Wettkampfs noch ein paar schöne Tage machen zu können. Genau, und ich denke, da sind wir auf dem besten Wege dahin. Die Unterkunft ist super schön, das Wetter, glaube ich, scheint auch gut mitzuspielen, und von daher könnt ihr gespannt sein. Guten Morgen! Ihr seht schon, ich habe hier meine Racebag, die haben wir gestern schon abgeholt und die wollen wir jetzt mal gemeinsam ausleeren. Wir haben hier den Tisch bereitgestellt, es ist doch eine ganz schöne Menge drin. Genau, deswegen seid einfach gespannt, und wie ihr schon sehen könnt, hier haben wir auch so einen super schönen Rucksack von Roth. Den bekommt jeder Teilnehmer dazu, noch original verpackt, aber das wird auch nicht mehr lange halten. Also seid gespannt. Ich mache das jetzt einfach mal ganz frech und kippe diesen ganzen Beutel aus. Aber das Wichtigste nehme ich davor mal raus. Das ist nämlich das hier. Da sind alle Startnummern, Aufkleber, Kabelbinder etc. drin. Also das sollte nicht verloren gehen. Genau. Und dann seid gespannt. Ich hoffe, der Tisch langt. Ja, er langt. So, diese Beutel sind auch von Wichtigkeit. Wir haben hier die verschiedenen Farben für die verschiedenen Wechselzonen. Hier muss dann überall noch in das vorgesehene Fenster dafür meine Stadtnummer. Das ist die 120. Ja, und was haben wir hier noch so Schönes? Natürlich viele Werbegeschenke. Ein Poster. Wollen wir das mal anschauen? Ich denke, es ist von der Challenge Roth. Tatsächlich, wer hätte es gedacht? Dreams cannot be cancelled. 5. September 21. Super, schönes Andenken. Kappe fürs gute Wetter, weil es soll gutes Wetter werden, das ist top. Hier, was darf nicht fehlen für die Pasta-Party am Vorabend. Nudeln. Blackroll sponsert uns hier ein super tolles Multifunktionsband zum Krafttraining. Ja, das ist noch wichtig, das legen wir nochmal mit zur Seite, die Schwimmkappe. Das dürfen wir sogar im Anschluss als Geschenk behalten, ja. Und dann haben wir hier noch so feine Sachen wie kleine Röpchen, Shampoo etc. Red Bull, Porridge, natürlich eine Zeitschrift vom Rennen selbst mit den wichtigsten Informationen, nehme ich an. Ja, Hygienekonzepte, Hygienevorschriften, Startzeiten, Sponsoren, die Strecken. Viele, viele schöne Dinge. Ja, genau, das war der Tagesstart sozusagen. Was machen wir jetzt? Was haben wir vor? Wir frühstücken jetzt gleich und dann wagen wir uns raus in die schöne Sonne. Wollen die Strecke mal abfahren, die Radstrecke mit dem Auto heute natürlich noch. Und ja, dann wollen wir nochmal auf die Messe, wollen ein bisschen die Atmosphäre genießen und uns dann auch nochmal mit anderen Athleten von KS Sportswelt treffen. Wir nehmen euch mit, seid gespannt, ihr bekommt einen kleinen Einblick der Challenge Roth. Viel Spaß! Heute bin auch ich mal am Steuer, ihr seht, nicht immer nur fährt Karl. Ja, ich kann auch Auto fahren, vielleicht nicht. Müssen wir hier links? Nee, gerade. Gerade, gut. Ja, wir sind gerade auf dem Weg und fahren auf die Strecke, auf die Radstrecke. Wir wollen die heute mal, wie schon erwähnt, mit dem Auto abfahren, uns das Ganze mal angucken, vielleicht an ein paar Schlüsselpunkten anhalten. Genau, und das war der Werkzeugkoffer. Ja, der Werkzeugkoffer ist gerade einmal quer durchs Auto geflogen, aber alles wieder einsortiert. Genau, wir sind auf die Strecke, machen Streckenbesichtigung, fahren das Ganze einmal mit dem Auto ab und ja, schauen uns die kniffligen Punkte an. Wetter sehr, sehr sommerlich, nicht vergleichbar mit dem letzten Wochenende, worüber ich auch ganz dankbar und froh bin. Genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gerade nichts Spannendes zu erzählen. Ja, dann bleibt gespannt und wartet auf die nächsten News. In der Wechselzone 1. Alles ist hier noch leer. Wir haben uns jetzt einfach mal den Schwimmeinstieg, Ausstieg angeschaut. Ja, vor dem Wechselgarten stehe ich jetzt hier gerade. Wie gesagt, noch alles leer. Das Wechselzelt hier vorne. Genau. So dass wir dann morgen hier einchecken können. Die Räder am Nachmittag und am Sonntag dann hier aus dem Wasser kommen werden. Hier ist der Schwimmausgang. Ja, Wassertemperatur gestern waren 18 Grad, ziemlich frisch, aber ja, Neo ist ja im Gepäck. Bis dann! Hallo! Ja, Fahrerwechsel ist heute angesagt. Ja, was haben wir vor? Jetzt ist Samstag, Vormittag, 11 Uhr und wir sind gerade auf dem Weg zum Rad-Check-In quasi. Wir fahren aber davor nochmal auf die Strecke und haben das Ganze so gelegt, dass ich quasi meine kurze Radvorbelastung noch auf den letzten paar Kilometern der Radrunde absolvieren kann, sodass ich jetzt auch nochmal ein paar Kilometer tatsächlich mit dem Rad abfahren kann. Und ja, dahin fahren wir jetzt gleich oder gerade. Ja, das Rad ist natürlich auch dabei. Genau, und dann wollen wir das Rad abgeben und dann noch ein paar Züge im Wasser absolvieren, kurze Schwimmvorbelastung machen. Genau, das ist eigentlich so der Plan. Und dann heute Nachmittag, ja, gilt es noch mal die Beine hochzulegen, ein paar Nudeln zu essen und die letzten Stunden vor der großen Aufregung dann bestmöglichst zu genießen und ja, zu erleben. Wetter ist sehr, sehr sommerlich, warm und ja, ich denke, beste Voraussetzungen. Karl hat auch nichts hinzuzufügen. Genau, seid einfach weiterhin gespannt. Wir melden uns dann zurück, spätestens morgen, dann, wenn es auf die Strecke geht. Ich kann ja noch ganz kurz was erzählen. Start ist für die Profifrauen um 7:03. Die Männer starten um 7 und ja, genau, dann ist ja eine Runde im Kanal zu absolvieren, 3,8 Kilometer, bevor es dann auf die Radstrecke geht, die aus 2 Runden aufgebaut ist. Pro Runde gibt es 720 Höhenmeter zu absolvieren. Habe ich, glaube ich, gestern auch schon kurz gesagt, sehr wellig, profiliert, wird nicht langweilig und ja, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Und und dann gibt es noch eine kleine Zufahrt quasi dann zur Wechselzone 2, bevor es dann ja, hoffentlich möglichst früh morgen auf die Laufstrecke geht. Und hier ist tatsächlich auch dann nur eine große Runde zu absolvieren mit großen Teilen, die am Kanal entlang führen. Es gibt ausreichend Verpflegungspunkte auf der Radstrecke so alle 18 Kilometer und beim Laufen so alle 2 Kilometer grob. Und ja, Karl sorgt natürlich auch so ein bisschen für meine individuelle Verpflegung. Wir haben uns da schon jetzt den vermutlich besten Punkt rausgesucht, wo Karl mir dann neue Flaschen reichen wird und auch auf der Laufstrecke dann mich nochmal mit GS versorgen kann. Ja, das ist, glaube ich, soweit das Spannendste. Ich hoffe, es bleiben nicht allzu viele Fragen offen. Und ja, wie gesagt, wir melden uns zurück. Bleibt dran und bis später. Ciao. Ciao. Wir sind da. Ja, was steht jetzt an? Rad präparieren und dann, wie gesagt, auch auf die Strecke. Karl erzählt jetzt nochmal ein bisschen was Technisches. Ja, also was ist jetzt bei so einem Wettkampf wichtig? Natürlich Luftdruck. Dann ist noch wichtig vor dem Wettkampf natürlich, wenn ihr ein Rad habt mit Akkus, Akkuladen. Ja, immer ganz wichtig, vor allem von der Langdistanz. Ja, Tacholaden, immer noch mal schauen, dass die Bremse nicht schleift oder sowas. Ja, gucken, ob alles fest ist, ob der Vorbau richtig fest ist. Und ja, wenn nichts klappert, nichts knackt oder so, dann kann es eigentlich losgehen. Ja, also das machen auch, ja, gibt es immer mal wieder, dass Leute ihren Reifen aufs Maximum vollpacken. Also ich glaube, also Maya fährt jetzt hier die Continental, die Grand Prix 5000, also das neueste Modell sozusagen von Continental. Und die gehen, glaube ich, bis 8,5 Bar. Ja, und man hat es dann manchmal in der Wechselzone, vor allem wenn man hier so, jetzt mal hier so schwarze Räder hat oder ein komplett schwarzes Rad oder vor allem eine Scheibe. Das heizt sich halt im Wechselgarten, wenn das steht. Vor allem bei solchem Wetter heizt sich das dann gerne mal auf. Und ja, viele von euch kennen das sicher noch aus dem Physikunterricht. Wenn was warm wird, dehnt sich's aus. Und ja, dann platzen halt die Reifen manchmal. Dementsprechend rechnet das mit ein, wenn ihr euer Rad in der Wechselzone lassen müsst. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu sagen noch zu dem Rad. Ja. Geiles Rad, oder? Geiles Rad, genau. Maschine. Hallo! Ja, was mache ich gerade? Ihr seht's hier, ich halte mal drauf. Hier alle Powermittel für morgen. Der Flaschenvorrat wird befüllt hier. Ja genau, und zwar packe ich hier gerade meine ganzen Gels aus und meinen Buffer und befülle die Flaschen für den Renntag morgen. Genau, ich mache das Ganze einfach jetzt heute schon aus dem Grund, weil der Start ja dann morgen doch relativ zeitig ist und um die paar Minuten einfach morgen einzusparen, ja, verlege ich das Ganze auf den Vortag, auf den Vorabend. Genau, das ist eigentlich alles, was sich hier gerade so abspielt. Ansonsten ja, gab es gerade nochmal schön Nudeln und dann wird der Tag heute auch nicht allzu spät enden, weil, wie gesagt, der Start doch morgens ist. Man braucht den ja doch ein bisschen länger als für eine olympische oder eine Mitteldistanz. Ja, genau, aber ansonsten ist alles Roger, alles gut. Wetter nach wie vor super, super sommerlich und ja, aufgrund des zeitigen Starts wird es wahrscheinlich trotzdem auf der ersten Radrunde vielleicht ein bisschen frisch werden, aber umso wärmer wird es wahrscheinlich hinten raus dann beim Laufen. Genau, und über das Wetter wollen wir uns sowieso nicht beklagen, von daher, wie gesagt, alles bestens und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle spätestens morgen. Bis dann, tschüss! Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, or when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun.